Dann heiße ich Sie herzlich willkommen zum Geodialog, der Vortragsreihe des Instituts für Gesellschaft und Digitales der FH Münster. Normalerweise beleuchten wir in unserer Vortragsreihe Themen rund um die digitale Gesellschaft aus den Blickwinkeln unserer drei Fachbereiche Design, Informatik und Sozialwesen. Heute distanzieren wir uns ganz bewusst vom Digitalen und widmen uns dem Klima, ein Thema, das uns alle betrifft. Ähnlich ergeht es unserem heutigen Referenten, der als freier Journalist unter anderem für die Zeit Online, die Taz und das Webportal golem.de über Themen wie IT-Sicherheit, Wissenschaft und Umwelt schreibt. Der studierte Informatiker verfolgt intensiv die Debatte um die Energiewende und die Umstellung auf erneuerbare Energien in Deutschland und weltweit. Der Klimawandel als wichtigste Herausforderung unserer Zeit war dabei das Thema, welches ihn den Einstieg in den Journalismus geebnet hat. Wir freuen uns, dass Hanno Böck heute hier ist und mit seinem Vortrag Climate Breakdown einen Lagebericht zur Klimakatastrophe darstellt. Bevor ich das Wort an ihn übergebe, möchte ich noch darauf hinweisen, dass im Anschluss an den Vortrag Fragen und Diskussionen im Publikum erwünscht sind und der Dialog anschließend im Foyer bei einem kleinen Catering fortgesetzt wird. Und damit übergebe ich das Wort an Hanno Böck. Vielen Dank. Hallo. Nochmal kurz zu mir. Also ich bin ja gerade schon vorgestellt worden. Ich bin Journalist und schreibe primär über IT-Themen, über IT-Sicherheit. Dann kann man ja erstmal die Frage stellen, warum rede ich hier jetzt überhaupt zu dem Thema? Habe ich dazu überhaupt was zu sagen? Bin ich dazu überhaupt kompetent? Tatsächlich war das Thema Klimawandel sehr lange für mich sehr, sehr wichtig. Ich war früher als Umweltaktivist aktiv und habe früher für ein Online-Magazin, das sich damals Klimaretter Info nannte, geschrieben. Das heißt heute Klimareporter, das gibt es immer noch. Und bin dann so ein bisschen aus dem Thema rausgeraten, was auch mit Frustration zu tun hatte. So, man hat das Gefühl, es interessiert eh kaum jemanden und war jetzt nicht so das, wo man, war nicht so wie heute. Ne? Und das ist ja jetzt auch erst so ein gutes Jahr, wo das Thema so auf der Tagesordnung ist. Und dann sind halt so im vergangenen Jahr verschiedene Sachen passiert. Also wir hatten ja diesen extrem heißen Sommer, was ja eben jetzt nicht nur ein Anlass war, wo man so mal den Klimawandel wirklich sehen konnte, sondern was ja auch bei sehr vielen Leuten was ausgelöst hat. Also wir hatten dann gemerkt, danach kam das Thema so hoch und wo ich dann aber so richtig gemerkt habe, war, dass plötzlich der Konflikt um den Hambacher Forst jeden Tag in den Nachrichten war und plötzlich sehr dominant in den Medien. Ich meine, die Aktionen, die Proteste im Hambacher Forst, die gingen schon viele Jahre, aber es war halt was, relativ wenig Aufmerksamkeit hatte für eine sehr lange Zeit und plötzlich wurde es sehr groß, was, denke ich, auch mit diesem heißen Sommer zu tun hatte. Und dann gab es natürlich Greta Thunberg, die, denke ich, eine sehr beeindruckende Fähigkeit hat, da einfach die richtigen Worte für Dinge zu finden, wo es uns immer so schwer gefallen ist, so wie drückt man das eigentlich aus und wie können wir. Und dann habe ich auch immer mehr gehört von einer Organisation, die sich Extinction Rebellion nennt, die inzwischen wahrscheinlich den meisten was sagt. Es war damals noch so ein bisschen, naja, kannten noch nicht so viele, aber man hat hier und da was von gehört. Und dann bin ich mal zu einer Veranstaltung von denen gegangen und das hat mich sehr beeindruckt. Und das war, glaube ich, auch so der Moment, wo für mich dann klar war, dass das Thema jetzt auch für mich wieder auf der Tagesordnung steht. Eine Sache, die ich dann tatsächlich gemacht habe, war, diesen Vortrag vorzubereiten. Ich habe ihn ursprünglich für das Camp vom Chaos Computer Club vorbereitet und Damian hat mich dann eben gefragt, ob ich den Vortrag hier nochmal halten kann. Ja, soweit erstmal zu meiner Motivation. So, was ist denn der Stand der Dinge? Wenn man sich mal ganz frustrierend klar machen will, wo wir so stehen, habe ich hier so eine Grafik über die weltweiten CO2-Emissionen seit 1990. 1990 ist ungefähr da, wo es anfing, dass es sowas wie internationale Klimapolitik gab.
Und man sieht ja, also gibt zwar ein paar Stellen, wo es ein bisschen flacher wird, auch wo es mal leicht nach unten geht, aber es ist ganz klar, die Tendenz ist bisher nur nach oben. Tatsächlich, es gibt nur ein Jahr, in dem es so etwas deutlicher nach unten geht mit den Emissionen, wo man mal richtig ernst gemacht hat mit Klimaschutz. Das war die Wirtschaftskrise. Wir haben im Moment eine Erderwärmung von ungefähr 1 Grad und wir sehen ja inzwischen einfach immer deutlicher wirklich Effekte. Es gab einiges diesen Sommer, es gab erst eine große Hitzewelle in Indien im Frühsommer. Wir hatten dann auch eine sehr starke Hitzewelle in Mitteleuropa und wir hatten ja diverseste Rekorde. Es gab eine Messung, wo über 42 Grad in Deutschland gemessen wurden, was man sich klar machen muss. Also bis vor wenigen Jahren gab es keine Temperaturen über 40 Grad in Deutschland. Es gab auch sehr viele Waldbrände und halt auch Waldbrände an Orten, wo es die bisher nicht gab. Also weil bei Waldbränden ist immer so die Sache, klar, es gab auch früher Waldbrände, aber und insbesondere in der Arktis, also auch in Regionen, wo sehr weit weg von menschlicher Zivilisation ist, aber gab es Waldbrände in Größenordnungen, wie man das bisher nicht kannte. Das grönländische Eis ist diesen Sommer deutlich schneller geschmolzen, als man das erwartet hätte. Und ja. Was macht denn die Politik bisher so? Also es gibt ja das Pariser Klimaschutzabkommen, was vor einigen Jahren, 2015, verabschiedet wurde, was sehr bejubelt wurde damals und letztendlich, dass dieses Klimaschutzabkommen, haben sich alle Nationen der Welt darauf verständigt, die Erde um 3 Grad zu erwärmen. Das ist wahrscheinlich nicht das, was ihr darüber gehört habt bisher. Es ist auch nicht, wie man üblicherweise über das Pariser Klimaschutzabkommen redet. Aber was steckt denn da genau dahinter? Also, was in dem Text des Pariser Klimaschutzabkommens steht, ist, dass die Nationen sich darauf verständigen, den Temperaturanstieg auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen. Und es sollen auch Anstrengungen unternommen werden, um den Temperatureinstieg weiter zu begrenzen, möglichst auf 1,5 Grad. Gibt da dabei ein Problem und das ist, es gibt überhaupt keinen Plan, wie man das umsetzen möchte. Denn dieses Pariser Klimaschutzabkommen basiert im Wesentlichen auf Freiwilligkeit und die Nationen, also alle Nationen, haben da sogenannte Nationally Determined Contributions beigetragen, was so viel heißt wie, wir verpflichten uns, so und so viel CO2 bis auf irgendein Datum zu reduzieren. Sind zum einen freiwillig und zum anderen, wenn man diese Beiträge halt zusammenrechnet, kommt man drauf, dass das letztendlich wahrscheinlich zu einer Erderwärmung von ungefähr 3 Grad führen würde. Gab es jetzt auch erst kürzlich nochmal eine neue Berechnung im Rahmen von dem UN-Gipfel, das nochmal bestätigt hat. Das heißt also, da gehen so die Ziele und das, was man tatsächlich tut, weit auseinander. Da muss man natürlich noch dazu sagen, das gilt jetzt, diese 3 Grad gelten, wenn diese Verpflichtungen eingehalten werden, was häufig nicht der Fall ist. Also wir wissen ja zum Beispiel in Deutschland, gibt es ein Klimaschutzziel für 2020 und es ist völlig klar, dass dieses Ziel nicht erreicht wird. Und es deutet sich im Moment auch an, dass das nächste Ziel, was für 2030 ist, nicht erreicht wird, zumindest nicht mit den Maßnahmen, die im Moment in der Diskussion sind. Und Ähnliches gibt es auch in anderen Ländern. Also. Und hier nochmal so ein bisschen als Überblick, weil diese Gradzahlen, kommt immer sehr häufig in dieser Diskussion vor und Leute, die da nicht so tief drin sind, kann man sich oft nicht so viel drunter vorstellen. Also was wir aktuell haben, ist ungefähr 1 Grad. Das Pariser Klimaschutzabkommen hat als Ziel 2 Grad, besser 1,5 Grad. Aber die Maßnahmen daraus würden eben im Moment eher zu 3 Grad führen oder sogar noch mehr, wenn man annimmt, dass viele dieser Maßnahmen noch nicht mal umgesetzt werden. Gibt es natürlich auch noch Politiker, die, also die USA sind ja zum Beispiel aus dem Klimaschutzabkommen ausgetreten und wie bekannt ist, der momentane US-Präsident
äußert sich öfters mit solchen Tweets und ähnlich auch in Interviews. Also wir haben es auch in vielen Staaten einfach mit einer Politik zu tun, die schlicht die Realität des Klimawandels leugnet. Das war auch kürzlich ein Zitat, was im Guardian stand, von dem Vizepremierminister von Australien, der da tatsächlich gesagt hat, ich ärgere mich auch ein bisschen, wenn wir, also der Hintergrund davon war, es gab eine Konferenz von Inselstaaten und Australien, wo die Inselstaaten sehr stark darauf gedrängt haben, dass auch Australien seine CO2-Emissionen reduziert, und die haben einen sehr starken Kohlesektor, der da gesagt hat in dem Kontext, ich ärgere mich auch ein bisschen, wenn wir Leute in solchen Ländern haben, die mit dem Finger auf Australien zeigen und sagen, wir sollen unseren gesamten Rohstoffsektor erschließen, damit sie weiterhin überleben. Hat er wirklich so gesagt. Aber es gibt ja auch positivere Beispiele. Zum Beispiel ist gerade in Klimanotstand zu erklären, machen viele Städte, und auch zum Beispiel Kanada hat am 17. Juni einen Klimanotstand ausgerufen, wurde im Parlament verabschiedet. Einen Tag später haben sie dann eine große Ölpipeline genehmigt. Und dieses Bild hier ist ein Öltagebau. Ist vielen gar nicht bekannt, dass es sowas gibt. Das sind sogenannte Ölsande. Das ist also Öl, was in fester Form vorliegt und was im Tagebau abgebaut wird und mit einem sehr energieaufwendigen Prozess in Öl umgewandelt. Und das gibt es insbesondere in Kanada sehr viel, und sie brauchen diese Pipeline, um das weiterverkaufen zu können. Das sind natürlich Extremfälle, aber auch in Ländern, in denen jetzt die Politik nicht den Klimawandel direkt leugnet oder sehr stark von der Ölindustrie abhängig ist, wie zum Beispiel in Deutschland, passiert sehr wenig oder gar nichts. Ja. Was sagt denn die Wissenschaft? Also wenn wir von der Klimawissenschaft reden, dann ist erstmal so die entscheidende Instanz der sogenannte IPCC. Das ist ein Gremium, was die Ergebnisse der Klimawissenschaft zusammenfasst in Berichten, die alle paar Jahre veröffentlicht werden. Und so eine der jüngeren Publikationen des IPCC war dieser Bericht. Das war kein regulärer Bericht, sondern es war ein sogenannter Sonderbericht zu 1,5 Grad. Das war in Reaktion auf das Pariser Klimaschutzabkommen, weil eben da gesagt wurde, wir wollen entweder 2 Grad oder möglicherweise 1,5 Grad. Und was dazu geführt hat, dass man quasi die Wissenschaft beauftragt hat, schaut doch mal, was wäre eigentlich der Unterschied zwischen diesen beiden Zielen. Genau. Und also so kurz zusammengefasst gab es zwei zentrale Aussagen. Zum einen, dass es einen ganz erheblichen Unterschied macht, ob man 1,5 Grad oder 2 Grad Erwärmung hat. Und zum anderen, dass wenn man gewisse optimistische Annahmen trifft, dann ist auch dieses 1,5 Grad Ziel noch erreichbar, wenn man sofort damit anfängt, massiv Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Was sind denn also die Unterschiede? Eine der drastischsten Aussagen war zu Korallenriffen. Hier seht ihr ein schönes Bild aus dem Great Barrier Reef. Meistens sehen die halt heute so aus. Also dieser Bericht kam zu dem Schluss, dass wenn man bei 2 Grad Erwärmung würden nahezu alle Korallenriffe weltweit zerstört werden. Bei 1,5 Grad würde ein kleiner Teil der Korallenriffe noch erhalten werden. In Bezug auf die Arktis kam er zu dem Schluss, dass bei 2 Grad würde es jeden Sommer dazu kommen, dass die Arktis komplett abtaut, komplett eisfrei ist. Bei 1,5 Grad würde es im Schnitt alle 10 Jahre der Fall sein. Und beim Meeresspiegelanstieg gibt es eben einen schnelleren Meeresspiegelanstieg bei 2 Grad. Waren noch diverse andere Sachen. Was auch ja, so wegen, was hat das konkret für Auswirkungen für Menschen? Es würden also bei 2 Grad auch deutlich mehr Menschen von Hitzewellen und extremen Hitzeereignissen betroffen sein. Und dabei immer im Hinterkopf behalten, wenn es so weitergeht wie bisher,
dann sind 3 oder 4 Grad deutlich wahrscheinlicher als 2 Grad oder 1,5 Grad. Und was wäre denn notwendig, wenn man jetzt sagt, wir wollen dieses 1,5 Grad Ziel erreichen, würde bedeuten ungefähr 50% weniger Emissionen bis 2030. In diesem Bericht stand das 45%, aber ab 2015 gerechnet. Ich weiß nicht genau, warum Sie diesen Wert genommen haben, aber es kommt dann ungefähr so hin. Und man müsste bis 2050 CO2-neutral sein. Also CO2-neutral heißt nicht, dass man überhaupt keine Emissionen mehr hat, aber es heißt, dass man dafür sorgen müsste, dass Emissionen, die irgendwo entstehen, in irgendeiner anderen Form ausgeglichen werden. Darauf komme ich eh noch. Nun gibt es aber eine Diskussion auch darüber, ob diese Prognosen des IPCC möglicherweise zu harmlos sind. Und dazu möchte ich jetzt voranstellen, dass sich hier jetzt nicht die Wissenschaftler, die im IPCC arbeiten, da diskreditieren möchte, weil mir ist klar, dass die unter sehr schwierigen Bedingungen arbeiten. Ich meine, sie sind auf der einen Seite von der Politik beauftragt, auf der anderen Seite werden sie aber sehr ständig von Politikern angegriffen, die ihnen unterstellen, dass sie sowieso alles Lügner sind, alles übertreiben. Also sie sind in einer sehr schwierigen Lage. Aber ich denke trotzdem, dass diese Diskussion wichtig ist. Und es häufen sich so die Stimmen von Wissenschaftlern, die besorgt sind, dass diese IPCC-Berichte eigentlich viel zu zurückhaltend sind. Und es gibt dann halt immer mal wieder Publikationen, das ist jetzt hier, wo jemand mal eine Prognose aus dem IPCC-Bericht verglichen hat mit dem, was tatsächlich gemessen wurde. Und das war der IPCC-Bericht von 2007, schon etwas länger her, aber was hier halt zu beobachten ist, dass im Grunde schon, also das ist jetzt hier relativ klein, aber schon in dem Jahr, wo der Bericht, dieser Zacken nach unten ist, das Jahr, wo der Bericht veröffentlicht wurde. Das heißt, diese Prognose war im Prinzip schon völlig veraltet zu dem Zeitpunkt, wo es publiziert worden ist. Und ich habe hier dann auch nochmal ergänzt, also es war auch weiterhin alles weit außerhalb dessen, was hier prognostiziert wurde. Also zur Erklärung, diese schwarze Linie ist eben, was als Mittelwert prognostiziert wurde, und das Blaue ist die Unsicherheit, wo man gesagt hat, in diesem Bereich wird sich das bewegen. Und hier ist ein Zitat aus einer Studie, die eine Übersichtsarbeit erstellt hat. Die haben sich eben mehrere solche Studien angeschaut, die sich hinterher IPCC-Berichte angeguckt haben und die zu dem Schluss gekommen sind, das ist jetzt nicht ein einmaliger Fall, sondern das ist systematisch ein Problem, dass diese Berichte das unterschätzen. Und die hier eben zu dem Schluss kommen, ja, die verfügbaren Belege deuten darauf hin, dass Wissenschaftler zu konservativ in ihren Vorhersagen der Auswirkungen des Klimawandels waren. Wir nehmen daher an, dass Wissenschaft nicht zu alarmistisch sind, sondern das Gegenteil, sie neigen zu vorsichtigen Schätzungen. Die Autoren von dieser Studie haben kürzlich auch nochmal einen Kommentar bei Scientific America veröffentlicht, wo sie auch ein bisschen diskutieren, woran das liegen könnte. Weil es ist ja auch so aus wissenschaftlicher Sicht ganz interessant, weil in vielen Wissenschaften hat man eher das umgekehrte Problem, dass Dinge übertrieben werden. Also es gibt zum Beispiel aus der Medizin viele Studien, dass Medikamentenstudien in aller Regel den Effekt höher einschätzen, als er tatsächlich ist. Und in der Psychologie ein ganz massives Problem, dass die ständig Effekte finden, die es gar nicht gibt und so. Und in der Klimawissenschaft haben wir tatsächlich einen umgekehrten Trend. Und man kann sich auch fragen, woran liegt das eigentlich? Und sie spekulieren da also zum einen, dass diese Berichte so eine Tendenz haben zu, man versucht einen Konsens zu finden und neigt dann eher zum Zurückhalten. Ist ganz interessant, wer sich dafür näher für diese wissenschaftliche Diskussion interessiert, das mal zu lesen. Und die haben gerade auch ein Buch geschrieben. Das Buch habe ich noch nicht gelesen, aber dieser Kommentar ist auf jeden Fall empfehlenswert. Eine Frage, die man sich ja auch so stellen kann, die Klimawissenschaftler sagen uns, dass wir jetzt ganz schnell handeln müssen, dann könnten wir noch die schlimmsten Auswirkungen der Klimakrise abwenden, das können wir aber immer noch erreichen. Und nun gab es ja ganz ähnliche Aussagen schon vor vielen Jahren. Und da kann man sich jetzt fragen, woran liegt das eigentlich? Weil die wissenschaftlichen Daten wurden eher weniger optimistisch.
Also, wie ist das eigentlich möglich, wenn es schon vor 10 Jahren hieß, wir müssen jetzt sofort handeln? Und eine Sache, die da ins Spiel kommt, sind sogenannte negative Emissionen, wo es darum geht, können wir CO2 wieder aus der Atmosphäre rausholen. Und in diesen neueren IPCC-Szenarien gehen also praktisch alle Szenarien, die von 1,5 Grad Erwärmung ausgehen und auch die meisten Szenarien, die von 2 Grad ausgehen, gehen davon aus, dass wir irgendwann in der Zukunft in der Lage sein werden, in sehr großen Mengen Emissionen wieder aus der Atmosphäre rauszuholen. Wie kann man sowas machen? Also eine Möglichkeit ist sowas wie Bäume pflanzen. Weil wenn ein Baum wächst, nimmt der CO2 aus der Luft auf. Das ist auf jeden Fall gut, aber das hat natürlich Grenzen, weil so ein Baum braucht halt Platz, ne? Und der Platz auf der Welt ist begrenzt. Und es steht damit halt auch in Konkurrenz zu Nahrungsmittelproduktion und wird sowieso mehr Probleme mit Nahrungsmittelproduktion geben. Insofern, das ist auf jeden Fall sinnvoll, Dinge zu renaturieren, wo es geht, Flächen wieder aufzuforsten. Aber die Potenziale davon sind einfach begrenzt. Deswegen muss man hier über eine Technologie reden, die sich Carbon Capture and Storage nennt. Worum es dabei geht, ist schlicht, dass man CO2 einfängt und in irgendeiner Weise unterirdisch lagert, in irgendwelchen Gesteinsformationen, wo man hofft, dass es dort bleibt und nicht wieder rauskommt. Diese Diskussion um Carbon Capture and Storage oder CCS tauchte in Deutschland das erste Mal in größerem Maßstab auf, als die letzte Welle der Kohlekraftwerksneubauten war. Das war so zwischen 2006 und 2010. Da wurden in Deutschland ungefähr 30 neue Kohlekraftwerke geplant. Die meisten wurden nie gebaut, aber leider immerhin 10. Und da gab es ja häufig so eine Diskussion, dass dann gesagt wurde, ja, natürlich verursachen diese Kohlekraftwerke viel Kohlendioxid, aber das ist überhaupt kein Problem, weil wir können die später dann mit diesem CCS nachrüsten und dann ist das mit dem CO2 überhaupt kein Problem mehr. Das ist nie passiert. Und jetzt kann man sagen, okay, dieses CCS war in Deutschland auch sehr kontrovers, es gab viele Proteste, insbesondere in Brandenburg, wo eine Region war, wo ein Testprojekt geplant war. Aber ähnliche Projekte sind auch in vielen anderen Staaten gescheitert, wo es eigentlich keine Proteste gab. Also es gab zum Beispiel auch in Norwegen ein großes Projekt. Und der Grund ist letztendlich, dass dieses CCS einfach zu aufwendig und zu teuer ist. Und also heute gibt es nur eine relativ kleine Zahl an aktiven CCS-Projekten. Und was dann noch so ein bisschen so eine Ironie ist, die meisten dieser Projekte sind im Zusammenhang mit Ölförderung, weil man kann dieses CO2 auch nutzen, um es quasi in ein altes Ölfeld reinzupumpen und dann kann man damit nochmal ein bisschen mehr Öl rauspressen. Das ist dann für den Klimaschutz nicht mehr so toll, aber ja. Also tatsächlich sehe ich das als ein großes Problem, wenn man über solche Technologien wie CCS redet, dass dann immer das Risiko besteht, dass sie als eine Ausrede dienen. Dass man sagen kann, ja, wir können ja weitermachen wie bisher, weil wir haben da eine Technologie, mit der können wir es irgendwie lösen. Egal, ob das dann plausibel ist oder nicht. Aber eigentlich wollten wir ja über negative Emissionen reden und nicht über Kohlekraftwerke mit CCS, weil selbst ein Kohlekraftwerk mit CCS, dann hat man ein Kohlekraftwerk, was weniger CO2 ausstößt, aber keine negativen Emissionen. Und eine Möglichkeit ist da, Biomasse mit CCS zu verwenden. Also man beispielsweise verbrennt Holz in einem Kraftwerk und fängt das CO2 auf und lagert es unterirdisch. Oder auch Biogas, halt alle Formen von Energie aus nachwachsenden Rohstoffen. Natürlich bringt das alle die Probleme mit, die sonst Biomasseenergie auch mit sich bringt. Und wer die Diskussion schon länger verfolgt, vor einiger Zeit war es noch sehr populär, über Bioenergie als mögliche grüne Energieform zu reden. Inzwischen ist man da so ein bisschen von abgekommen, weil man halt gemerkt hat, ja, es gab sehr viele Probleme, dass für Biomassenutzung Regenwälder abgeholzt wurden oder
dass halt auf andere Weise Ökosysteme dadurch geschädigt wurden. Es braucht sehr viel Fläche und es tritt auch eben in Konkurrenz mit der Nahrungsmittelproduktion. Und wir werden in Zukunft sowieso durch die Klimakrise mehr Probleme mit der Nahrungsmittelproduktion kriegen. Das heißt, man will eigentlich nicht in großem Stil auf Bioenergie setzen. Und realistischerweise wird Bioenergie mit CCS nur eine sehr geringe Rolle spielen. Und eine Möglichkeit, die es halt auch noch gibt, ist, dass man einfach technisch das CO2 aus der Luft filtert durch entsprechende Maschinen. Da gibt es inzwischen auch mehrere Firmen, die daran arbeiten, sowas zu entwickeln. Das nennt sich dann Direct Air Capture. Ja, das ist von der Fläche nicht so problematisch. Also ja, das sind irgendwie industrielle Installationen, aber ist nicht wie bei der Biomasse, wo wir da über riesige Flächen reden. Das Problem ist aber halt, diese Dinger brauchen natürlich auch Strom. Und zwar ganz erhebliche Mengen. Und es gab im Frühjahr eine Studie, die so berechnet hat, wenn wir in diese 1,5-Grad-Szenarien schauen, wie viel Negativemissionen brauchen wir da? Und wenn wir dann diese Maschinen betreiben, ist natürlich auch viel Spekulation dabei, weil man weiß nicht, wie weit man die effizienter machen kann. Kamen die drauf, dass das aber vielleicht ungefähr 300 Exajoule pro Jahr betragen könnte. Fragt man sich jetzt erstmal, ist das viel, ist das wenig? Also der weltweite Stromverbrauch liegt heutzutage bei 75 Exajoule. Das heißt, um diese CO2-Entfernungsmaschinen zu betreiben, müssten wir ein Vielfaches des heutigen Stroms, und diesen Strom müssten wir natürlich auch ökologisch erzeugen, weil wenn man den aus Kohlekraftwerken erzeugt, das macht dann nicht so viel Sinn. Ja. Und also deswegen ist ein sehr großer Kritikpunkt an diesen IPCC-Berichten, dass zumindest die optimistischeren Szenarien in den IPCC-Berichten auf Technologien aufbauen, die es heute nicht im größeren Maßstab gibt. Also es gibt sie im Modellmaßstab, aber weit entfernt von den Dimensionen, die man da brauchen würde. Und selbst wenn die Technologien funktionieren, stellt sich immer noch die Frage, wie funktioniert sowas politisch und ökonomisch? Und also insbesondere ökonomisch, mir fällt es auch noch schwer, mir vorzustellen, wer soll die Dinger eigentlich betreiben und wer bezahlt dafür und wie soll das international funktionieren? Dann ein weiterer Kritikpunkt an den IPCC-Berichten ist, dass sie bisher sogenannte Rückkopplungseffekte zu wenig berücksichtigen. Und also Rückkopplungseffekte, da geht es darum, wenn wir Effekte haben, wo letztendlich die Erwärmung von irgendwas zu weiterer Erwärmung führt. Ein klassisches Beispiel dafür ist, wenn wir Eis haben, dann ist es relativ hell und wenn wir Wasser haben, das ist relativ dunkel. So ein Ozean ist eher dunkel. Das heißt, wenn dieses Eis wegschmilzt, dann wird weniger Sonnenstrahlung reflektiert und mehr Sonnenstrahlung vom Ozean aufgenommen. Das heißt, wenn die Arktis wegschmilzt, dann haben wir dort weniger Reflektion. Das heißt, es kommt zu einer zusätzlichen Erwärmungseffekt. Und das ist aber nur ein solcher Effekt. Es gibt eine ganze Reihe von solchen Effekten. Wenn Permafrostböden auftauen, dann wird sehr viel Methan freigesetzt. Methan ist auch ein Treibhausgas. Ähnlich ist es mit Torfmooren, wenn die austrocknen oder verbrennen. Oder auch eben, wenn Wälder schneller verbrennen, als sie wieder wachsen, wenn man zunehmende Waldbrände hat. Und auch Wasserdampf selber ist ein Treibhausgas. Das heißt, wenn wir mehr Erhitzung haben, die zu Wasserverdampfung in den Meeren führt, dann ist der Wasserdampf selber wieder ein Treibhausgas. Und die große Befürchtung ist halt, dass diese ganzen Effekte dazu führen könnten, dass wir irgendwann eine Situation haben, wo es einen sogenannten Runaway Climate Change gibt. Es gibt für dieses Wort keine wirkliche deutsche Übersetzung, was vielleicht auch was aussagt. Was halt eine Situation wäre, wo die Erderhitzung sich komplett verselbstständigt und es völlig egal ist, was die Menschen dann tun, dass es einfach immer weiter zu einer Erwärmung kommt und nicht mehr aufgehalten werden kann. Und
Diese Grafik hier ist von einer Studie, die auch letztes Jahr veröffentlicht wurde, die relativ viel Medienaufmerksamkeit gekriegt hat, die im Grunde mal die Erkenntnisse zu diesen Rückkopplungseffekten zusammengefasst hat. Und hier also in Gelb sind die Effekte, bei denen die zum Teil schon jetzt gestartet sind, also zum Beispiel bei dem westantarktischen Eisschild, geht man eigentlich davon aus, dass man das nicht mehr retten kann. Bei den Korallenriffen, haben wir ja vorher gehört, geht man zumindest davon aus, dass ein Großteil davon nicht mehr gerettet werden kann. Und dann gibt es aber halt auch Effekte, bei denen man davon ausgeht, die werden erst bei einer größeren Erwärmung passieren. Aber es könnte da halt zu so einem Kaskadeneffekt kommen, dass einige Effekte führen zu einer Erwärmung, die wieder zu einer weiteren Erwärmung führen. Und diese Studie hat halt dann spekuliert, dass es zu so einer sogenannten Heißzeit kommen könnte, dass quasi die Erde in einen neuen Zustand kippt, wo es deutlich wärmer ist und in diesem neuen Zustand dann über viele Millionen Jahre verbleibt. Und sie haben halt auch gesagt, sie können nicht genau sagen, wann es zu sowas kommt. Da sind sehr viele Unsicherheiten drin, aber sie halten es durchaus für denkbar, dass es selbst bei einer 2-Grad-Erwärmung schon zu so einem Szenario kommt. Ja. So, dann eine Sache, wo ich auch finde, was immer wichtig ist, darüber zu reden, ist, wie gehen denn so die Medien mit dem Thema um? Weil, also ich glaube erstmal ist relativ offensichtlich, dass, also zwar wissen die meisten Menschen, dass es irgendwie einen Klimawandel gibt und dass der durch CO2 verursacht ist, aber ich glaube, es ist relativ wenigen Leuten klar, welches Ausmaß das alles wirklich hat und welche Risiken das alles wirklich hat. Und es gibt da so eine Diskussion um sogenannte False Balance, dass die Medien die Neigung haben, bei Themen Pro-Kontra-Positionen zu machen oder eine Meinung und eine andere Meinung. Und hier ist ein schöner Comic dazu, wo wir hier einen Fernsehmoderator haben, der einen Astrophysiker hat, der uns was über das Sonnensystem erklären kann und dann noch jemand von der Flat Earth Society, der dazu eine ganz andere Meinung hat als Ausgleich. Und das ist natürlich überspitzt, aber so ähnlich finden häufig in den Medien Diskussionen über den Klimawandel statt. Und man verbindet es häufig so ein bisschen mit den USA, dass dort das sehr stark ist, aber wir haben sowas tatsächlich auch in Deutschland. Also der Tagesspiegel hat vor kurzem, als es um den Nobelpreis für Greta Thunberg geht, genau sowas gemacht, wo sie jemanden hatten, der quasi Greta Thunberg sehr gelobt hat und jemanden, der dann noch gemeint hat, ja, die Schüler würden ja gar nicht die Wissenschaftler, die da eine ganz andere Meinung zu haben, hören, was mit, also völliger Unsinn war. Aber es gab da kürzlich eine Studie zu, die bezog sich auf US-Medien, aber die haben verglichen, die haben eine Liste von den häufigst zitierten Klimawissenschaftlern und den häufigst zitierten Klimawandelleugnern genommen und verglichen, wie oft die in den Medien aufgetaucht sind. Und das Ergebnis war, dass die Klimawandelleugner eine deutlich höhere Medienpräsenz hatten. Und in größeren Medien, wie The Guardian war eins, was genannt war, New York Times, war es ungefähr ausgeglichen. Also selbst in den Medien, wo man erwarten würde, dass sie vergleichsweise seriös berichten, da ist immer noch eine sehr hohe Präsenz von Leuten, die die Meinungen außerhalb der wissenschaftlichen Fakten präsentiert haben. Es gab ein bisschen Kritik an der Methode dieser Studie, weil wenn man sich das mal überlegt, das ist natürlich möglicherweise einfach so, dass es mehr Klimaexperten gibt als Klimawandelleugner und deswegen die Zitierungen sich mehr verteilen, was möglicherweise den Effekt ein bisschen verzerrt. Aber das Resultat war, denke ich, so eindeutig und so desaströs, dass es auf jeden Fall auf ein großes Problem hier hindeutet. Nun ist es natürlich ein Problem, wenn man in den Medien solche Leute, die unwissenschaftliche Meinungen präsentieren, präsent hat. Aber was ich auch denke, noch ein viel größeres Problem ist, wenn über Themen geschrieben wird, die eindeutig was mit dem Klimawandel zu tun haben, wo das Thema aber schlicht ignoriert wird. Ein Klassiker ist, wenn über Flugverkehr in Medien geschrieben wird. Jetzt kürzlich Condor-Pleite, da ist dann einfach sehr häufig, dass das Thema dann so ignoriert wird.
Das sehe ich tatsächlich als ein noch größeres Problem an, insbesondere hier, wo wir diese Klimawandelleugner nicht so präsent haben. Es gibt da so ein bisschen Bewegung, dass ich das Gefühl habe, es gibt auch innerhalb der Medien da Diskussionen in die richtige Richtung. Der Guardian hat kürzlich angekündigt, Mist, ich hatte das doch vorhin. Der Guardian hat kürzlich angekündigt, dass sie auf die Begriffe Klimawandel und globale Erwärmung möglichst verzichten wollen, weil sie die für verharmlosend halten und lieber von Klimakrise oder globaler Erhitzung reden wollen. Es gab eine Initiative Covering Climate Now, wo verschiedene Medien sich verpflichtet haben, schwerpunktmäßig über Klima zu berichten. Dabei war nicht vorgegeben, in welcher Form. Da haben sehr viele unterschiedliche Medien teilgenommen. In Deutschland unter anderem der Spiegel. Auf meine Anregung hin hat Golem sich auch beteiligt. Und waren aber auch international verschiedene große Medien, die sich da verpflichtet hat, für eine Woche schwerpunktmäßig über Klima zu berichten, aber halt auch generell das Thema wichtiger zu nehmen. Ja, so. Ja, was müsste denn passieren? Also, es ist natürlich erstmal klar, wir müssen aufhören, fossile Rohstoffe zu verbrennen. Also, sowas hier muss weg. Wer war da schon mal? Also das Garzweiler ist nicht so weit von hier. Sollte sich jeder mal so in live angeschaut haben, weil doch sehr beeindruckend und verstörend. Das ist der Tagebau Garzweiler. Ich kann dir jetzt nicht sagen, welche Ecke, weil das Bild ist auch schon ein paar Jahre alt. Aber es ist bei Köln in der Nähe. Also ja. Also es gibt hier in der Region zwei große Tagebaue, das sind Garzweiler und Hambach. Ja. So, insgesamt habe ich jetzt nicht so viele gute Nachrichten für euch, aber ich habe hier tatsächlich zu dem Thema eine gute Nachricht. Und das ist, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien ist offensichtlich deutlich einfacher und funktioniert deutlich besser, als man das erwartet hat. Und dazu habe ich eine sehr schöne Grafik, die stammt von einem niederländischen Solarforscher. Was der hier gemacht hat, ist, dass die schwarze Linie ist der Ausbau der Solarenergie weltweit. Also wie viel, keine Ahnung, Megawattstunden Solar. Und diese verschiedenen Linien sind die Berichte der Internationalen Energieagentur. Also wie die prognostiziert haben, dass sich das so entwickeln würde. Also man sieht hier so, sie haben zwar immerhin immer mal wieder begriffen, dass es jetzt schon mehr Solarenergie gibt, also sie können jetzt nicht hier behaupten, dass es noch hier liegt, aber sie gehen immer davon aus, dass es entweder nur ein sehr moderates Wachstum gibt oder sogar, dass es weniger wird. Und tatsächlich ist die Realität, dass es ein massives exponentielles Wachstum gibt. Also ja, die Leute bei der Internationalen Energieagentur scheinen da auch nicht so richtig dazu zu lernen. Also dieser Graph ist auch schon mehrere Jahre immer wieder geupdatet worden. Finde ich sehr schön, um das zu illustrieren. Also tatsächlich, dass so die sehr viele der, ich sag mal, etablierten Institutionen aus dem Energiebereich sich einfach massiv verschätzen, was die Potenziale der erneuerbaren Energien angeht. Das ist schön. Und also es ist auch wichtig, also es ist, weil die Stromerzeugung ist der größte Batzen an Treibhausgasemissionen. Aber das will ich auch sagen, es ist der einfache Teil. Weil, und es gibt eine ganze Reihe von Sektoren, die sich nur sehr, sehr schwierig auf klimaneutrale Produktionen umstellen lassen. Das hier ist ein Zementwerk. Weiß jemand, wie Zement hergestellt wird? Also, ich habe hier eine chemische Formel. Ich verspreche, es ist die einzige chemische Formel im Vortrag. Bei der Zementproduktion, also da wird Kalkstein abgebaut, was chemisch im Wesentlichen Calciumcarbonat ist, was dann verbrannt wird und umgewandelt wird zu Calciumoxid und CO2. Das Entscheidende hier ist, da
In dieser chemischen Formel ist rechts ein CO2. Das heißt, der chemische Prozess, um Zement herzustellen, erzeugt CO2. Und das ist nicht die Energie, die dafür gebraucht wird, sondern das ist die Chemie, die da stattfindet. Und diese Emissionen allein aus der Zementproduktion sind für 5% der weltweiten Kohlendioxidemissionen verantwortlich. Insgesamt ist es noch mehr, weil eben der Energieverbrauch noch dazukommt, weil man den erstmal sehr stark erhitzen muss und dafür. Und dafür gibt es keine wirkliche Lösung im Moment. Also man könnte es mit CCS machen, aber ansonsten, also es gibt da so ein paar Ansätze, wie man es vielleicht anders machen könnte, aber es gibt im Grunde keine wirkliche Lösung. Dann, Kohlendioxid ist zwar das wichtigste Treibhausgas, aber auch nicht das einzige. Andere, die entscheidend sind, sind Methan, Lachgas und noch sogenannte Fluorgase. Und Methan kommt zum einen relativ viel aus der Erdgasförderung, was einfach von Lecks bei Pipelines und ähnliche Dinge sind. Und der andere große Batzen kommt daher. Kühe produzieren sehr viel Methan. Und insgesamt ist die Tierhaltung auch für ungefähr 15% der Treibhausgase insgesamt verantwortlich. Worauf mich jemand sehr energisch nach meinem letzten Vortrag hingewiesen hat, weil ich da nicht drin hatte. Dachte ich, gehe auch auf Kritik ein. Vielleicht ist das die Lösung. Es gibt gerade zwei sehr erfolgreiche Startups, die fleischfreie Burger produzieren. Ich will sowas nicht essen, aber wenn es hilft, ich hoffe drauf. Also wirklich, weil für die Fleischproduktion gibt es im Grunde auch keine andere Lösung, außer eben auf kein Fleisch mehr zu essen. Ein Thema, über das ich noch reden möchte, ist Geoengineering. Bei Geoengineering geht es letztendlich darum, können wir in irgendeiner Weise mit Technik den Treibhauseffekt beeinflussen, können wir dem entgegenwirken, können wir die Erde irgendwie abkühlen mit irgendwelchen anderen Mitteln. Und die möglicherweise effektivste Variante davon ist sogenanntes Solar Radiation Management, wo es letztendlich darum geht, können wir dafür sorgen, dass mehr Sonnenstrahlung von der Erde reflektiert wird. Da gibt es verschiedene Ideen, die zum Teil harmlos sind, sowas wie weiße Dächer, was aber auch vom Effekt irgendwie begrenzt ist. Dann das, was eben wahrscheinlich das Plausibelste ist, ist, dass man Aerosole in der Atmosphäre versprühen könnte, die dort einen Kühlungseffekt haben. Und dann gibt es auch so Science-Fiction-Ideen, wo aber tatsächlich auch Studien zu gemacht werden, könnte man sowas machen wie irgendwie Spiegel im Weltall anbringen mit Satelliten. Das wird bisher noch vergleichsweise wenig diskutiert und zum Beispiel schreibt auch der IPCC explizit, dass sie das in ihren Szenarien bisher nicht berücksichtigen. Und es ist halt auch, also erstmal, wenn einem jemand sagt, wir könnten ja im großen Maßstab Chemikalien in die Atmosphäre sprühen und wir wissen auch nicht so genau, was das für Auswirkungen hat, das klingt erstmal ganz schön verrückt, aber wenn wir halt in einer Situation sind, wo wir möglicherweise nur noch die Wahl haben, sowas zu machen oder langfristig einen Planeten haben, der in großen Teilen nicht mehr bewohnbar ist, dann werden wir wahrscheinlich diese Diskussion irgendwann führen müssen. Also ich frage mich halt, wie sollen wir so eine Diskussion überhaupt führen und ist auch hier nicht eigentlich die Diskussion schon wieder gefährlich? Weil natürlich gibt auch hier wieder die Situation, dass es einige Leute gibt, die sagen, naja, wir haben hier doch eine ganz einfache Lösung, wir können das alles mit dem Klimaschutz, brauchen wir gar nicht, machen wir ein bisschen Geoengineering. Das ist für mich auch einfach so eine offene Frage, wie können wir solche Diskussionen überhaupt sinnvoll führen, ohne dass sie da missbraucht werden. Dann ein Stichwort, was in der Diskussion auch immer wieder auftaucht, ist so Klimagerechtigkeit. Und ich will es einfach mal einem etwas plastischen Beispiel. Wir hatten ja im Sommer auch diese massiven Brände im Amazonas-Regenwald, vor allem in Brasilien, auch in Bolivien und anderen Ländern.
Und das ist erstmal ohne Zweifel katastrophal und insbesondere auch sehr gefährlich, weil bei dem Regenwald es auch zu so einer Situation kommen könnte, dass das gesamte Ökosystem zusammenbricht, wenn ein gewisser Anteil des Regenwaldes abgeholzt ist. Der Grund dafür hängt mit dem Wasserhaushalt zusammen und ist relativ kompliziert. Aber das ist auch ein so ein Punkt, wo man so ein Kollabieren eines Ökosystems haben könnte, was dann wiederum sehr viel mehr CO2 freisetzen würde. Aber ich habe hier einen Artikel vom Frühjahr von der Deutschen Welle, der diese Überschrift hatte: Brazil puts economy over the rainforest. Und wenn man sich halt, und also das ist, denke ich, ein Mindset, was man öfter in dieser Diskussion hört. Und muss man sich aber dann halt auch fragen, wenn Menschen aus dem reichen Land, die für sowas verantwortlich sind, sich dann beschweren, dass arme Länder ihre Ökonomie über den Regenwald stellen, ist da vielleicht irgendwas schief. Und man könnte ja die Idee haben, vielleicht sollten reiche Länder einfach die armen Länder dafür bezahlen, dass sie den Regenwald schützen und denen helfen, alternative Möglichkeiten sich zu entwickeln zu haben. Und wer weiß, wer das ist? Alle zu jung. Einer. Das ist Dirk Niebel von der FDP, der war Entwicklungsminister vor ein paar Jahren. Es gab, und ich will hier mal die gewagte These aufstellen, dass der mitverantwortlich ist für das, was gerade in Brasilien passiert. Es gab 2007 von Ecuador einen Vorschlag, dass die hatten einen sehr wertvolles Regenwaldgebiet mit einem Ölfeld drunter. Und die haben einen Vorschlag gemacht, hey, wir könnten ja dieses Öl in Ruhe lassen, nicht fördern, aber dafür soll die Weltgemeinschaft uns entschädigen und soll uns die Hälfte unserer Einnahmeausfälle ersetzen. Und das hatte sehr viel Sympathien. Es gab einige Länder, die sich bereit erklärt hatten, da was zu zahlen, viel zu wenige, also war nur ein Bruchteil, also ganz viele Länder hat es einfach nicht interessiert, aber größere Beiträge waren von Frankreich und von Spanien zugesagt und es gab in Deutschland auch eine relativ viel Sympathien, auch durchaus bei der CDU und bei vielleicht Politikern, wo man nicht unbedingt mitrechnet. Letztendlich hat sich Deutschland aus diesem Projekt zurückgezogen, weil der verantwortliche Minister Dirk Niebel der Meinung war, dass er lieber marktwirtschaftliche Mechanismen bevorzugt, falls das in der jüngeren Diskussion Leuten schon mal aufgefallen ist, dass das Argument wieder kam. 2013 ist dieses Projekt leider gescheitert. Und ich denke, das war durchaus eine Nachricht der reichen Länder, dass sie gesagt haben, nein, wir zahlen nichts für euren Regenwald. Was, denke ich, sehr tragisch ist. Ja, wie konnte das alles so schief gehen? Ich habe da auch keine gute Antwort drauf. Ich denke, wichtig ist auch erstmal anzuerkennen, wie sehr da eigentlich alle bisherigen Bemühungen zum Klimaschutz gescheitert sind. Also wir wissen seit Jahrzehnten, was Sache ist. Es gibt Klimakonferenzen und es gab Kampagnen und alles, aber es passiert nichts, was in irgendeiner Weise dem Problem angemessen wäre. Ich denke, das ist ein Scheitern der Klimapolitik und der Klimadiplomatie. Ich denke aber tatsächlich auch, dass es ein Scheitern der Umweltbewegung, die eigentlich gesellschaftlich nicht so schwach ist, aber da nicht viel erreicht hat. Und deswegen sehe ich es auch mit viel Sympathie, dass es gerade, denke ich, viele Gruppen gibt, die versuchen, das Thema ein bisschen anders anzugehen. Aber ich denke tatsächlich auch, die klassischen Umweltverbände sollten da mal eine sehr selbstkritische Diskussion führen. Ich glaube, die Maßnahmen, die eigentlich jetzt nötig wären, wenn man jetzt noch das Ruder rumreißen würde, die sind nicht mal Teil der politischen Diskussion. Weil, also, ihr könnt ja mal die Grünen fragen, ob sie ein
plausiblen Plan haben für das 1,5-Grad-Ziel. Auch die Vorschläge der Grünen wären nicht ausreichend, um 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Also ich denke, ich habe ja am Anfang schon Extinction Rebellion erwähnt und eine Forderung von denen ist zu sagen, tell the truth, also wir müssen mal ehrlich drüber reden, wie schlecht es eigentlich steht und wie dramatisch das alles ist. Ich denke auch, also ein Problem war in der Vergangenheit oft, dass man so dazu geneigt hat, ja, wir wollen doch eine positive Message bringen, wir wollen doch hoffnungsvoll sein und oft auch so Sachen wie, ja, Klimawandel ist ein Problem, aber wenn jeder nur seinen kleinen Beitrag leistet, dann können wir das Problem schon lösen, was, glaube ich, nicht realistisch ist. Das ist oft, wie es erzählt wurde. Ja. Wir sind ja hier am Institut für Gesellschaft und Digitales. Wie gesagt, ich habe den Vortrag für eine Techie-Konferenz vorbereitet. Deswegen, und das ist natürlich auch eine Frage, die ich mir selber stelle. So, welche Relevanz hat es für Leute aus der IT- und Technik-Community? Ich hätte zumindest ein paar Vorschläge, was man nicht tun sollte. Also technologische Innovationen, die darauf basieren, möglichst viel Strom zu verschwenden, vielleicht nicht die beste Idee. Ja. Was macht eigentlich die IT-Industrie so? Ich meine, IT-Konzerne geben sich ja gerne als sehr modern und die sind auch alle für Umweltschutz. Also, was denkt ihr, was das hier ist? Also es ist eine Webseite von Google, so viel ist klar, aber worum geht es auf dieser Webseite? Hm? Ich habe es nicht verstanden. Ja, auch, aber ich nenne das mal Googles Abteilung für Beschleunigung der Klimakatastrophe. Worum es hier tatsächlich geht, ist Services für die Ölindustrie. Weil sieht man ja, ne? Also das hier ist eine Ölförderplattform, dieses graue Etwas hier. Okay, da sind noch so ein paar Solaranlagen, damit es schöner aussieht, aber also, wenn man da nicht runterscrollt, dann kommt hier ja as their computing demands grow, oil and gas companies like Schlumberger, Total, Anadarko and others rely on Google Cloud to scale workloads such as seismic interpretation, regression analysis and classification und so weiter und so fort. Also, ja. Yeah. Greenwashing nennt man das, glaube ich. Ja, don't be evil. Google habe ich jetzt hier wirklich nur als Beispiel genommen, weil ich diese Webseite so super absurd fand. Aber tatsächlich ist es so, dass es alle großen Cloud-Anbieter haben große Kooperationsprojekte mit der Ölindustrie. Da gab es im Frühjahr auch Gizmodo einen Artikel, der sehr gut war. Und das ist in letzter Zeit auch so ein bisschen hochgekocht. Da gab es mehrere Medienberichte drüber. So richtig viel erreicht ist da noch nicht worden. Also Microsoft hat dann noch wenige Tage vor dem großen Klimaaktionstag im September eine neue große Kooperation mit Schlumberger und Chevron angekündigt, wo sie sehr stolz drauf waren, dass hat einige Leute sehr verärgert, es gab auch innerhalb von Microsoft eine Gruppe von Mitarbeitern, die sich an den Klimaprotesten beteiligt hat. Aber man merkt zumindest, dass dieses Thema gerade so ein bisschen, dass da auch mal geguckt wird, was machen da eigentlich die IT-Konzerne. Es gab auch heute eine Protestaktion vor dem Büro von Google in London, weil es gab vor kurzem ich weiß gar nicht mehr in welchem Medium, aber irgendwo ein Artikel, wo jemand recherchiert hatte, dass Google auch sehr viele Lobbyorganisationen, die den Klimawandel leugnen, mitfinanziert. Ich bin im Wesentlichen am Ende. Vielleicht denkt ihr jetzt noch, dass es jetzt ganz dringend notwendig wäre, dass ihr euch Protestbewegungen anschließt. Deswegen habe ich da noch ein paar Vorschläge für euch.
Es wird im November in der Lausitz, wo es auch so schöne Tagebaue gibt, Proteste geben von Ende Gelände. Das ist eine Organisation, die es auch schon länger gibt, schon seit mehreren Jahren Aktionen gegen Kohlekraft macht. Es gibt Fridays for Future und ich hatte die Leute von Fridays for Future in Münster hier eingeladen, die hatten leider keine Zeit, aber sie haben ja gesagt, sie machen jede Woche um 14 Uhr eine Demo, wo ihr sicher alle gerne hingehen könnt und haben auch eine Webseite und ich finde gerade Extinction Rebellion macht sehr gute Arbeit. Ich glaube vor allem in Sachen, wie sie das rüberbringen, machen sie das sehr gut. Ja, also guckt vielleicht, bei welcher Organisation ihr euch wohlfühlt, wo ihr vielleicht mitmachen wollt, wenn ihr jetzt hoffentlich denkt, dass man da was tun müsste. Ja. Und bin dann fertig jetzt.